Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Outlast hier. Ich gucke einfach mal in die Zellen rein. Vielleicht können wir ja noch einige öffnen. Alter! Ja, was ist los? Was ist los? Was ist mit diesen Leuten nur passiert? Oh. Hallo? Okay, alles klar. Kollege Schnürschuh. Du musst. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him. We kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Okay. Die sehen ja aus wie Humpty Dumpty, ne? Humpty und Dumpty? Ich weiß gar nicht, wie sagt man das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das für Typen sind. Sie sehen lustig aus, ja. Aber... Ja gut, ne? Vor allen Dingen... Ich habe zum Glück das Video FSK 18 im Titel stehen, ne? Ich will's einfach nur mal sagen. Hey, Freunde. Na? Er speichert, das ist schon mal gut. Nö, eigentlich nicht. Ich habe nur zwei, ja, Geschwister gesehen. Alter Vater, hör doch auf mit der Kacke. Mit den Leuten. Warum sind die denn so aggressiv? Hey, Kumpel. Okay. Schon wieder einer. Ich will das nicht. Zuerst mal gucken, haben wir hier noch irgendwo eine Batterie? Okay. Irgendwie müssen wir doch hier rauskommen, oder? Ah, okay. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Tja. Es sind wirklich nur noch diese... Alles klar. Okay. Es ist echt... Oh. Will ich's wissen? Ich glaub nicht, oder? Bitte was? Alter! Ich glaube, ich habe zum Glück nichts gesehen. Ja, ja, ich bin schon weg. Lasst euch nicht stören. Ich bin krank? Ich? Nekromantie. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser scheiß Ort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Ich glaube, es war gut, dass wir nicht gesehen haben,
was hier gerade vor sich gegangen ist. Alter Vater. Ah, okay, gut. Also müssen wir definitiv da lang. Ich will jetzt aber noch mal schnell hier gucken. Kumpel, hast du irgendwas für uns? Ich glaube nicht. Okay. Wir können ja auch mal ein bisschen rennen. So. Bewege dich zu einer Kante hin und dich dran fest. Ah, gut. Wunderbar, wunderbar. Das klappt ja echt gut. Der Arme. Ganz ehrlich, so sollte keiner leben. Ah, wir sind jetzt auf der Seite von den... Was? Okay. Earth always provides a way, follow the blood. Übersetzen so, Gott hat immer einen Weg, folge dem Blut. Okay. Ziel, folge der Blutspur zum Ausgang. Oh. Ah, eine Dekontaminierungszelle, würde ich jetzt mal meinen, so, ne? Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Er hat gespeichert. Sehr gut. So, und da ist eine Batterie. Ja, man lernt halt, ne? Man sollte auch mal unter Treppen gucken. So. Hier können wir ja mal ausmachen ein bisschen. Da ist Blut. Was? Okay. Durch den Abfluss. Mit dem Blut, hat er gesagt. Der einzige Weg nach draußen führt nach unten. Durch den Abfluss. Durch den Abfluss. Durch den Abfluss. Alter. Von Wolfram an H. Grant. Ach, Helen. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Archibaum. Baut Helen. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogrammes in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archibaum hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektiven Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihm bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ja, das bestätigt natürlich den Verdacht, ne, dass Murkoff halt wirklich mit diesen Leuten einfach Geld machen will und dem dabei jedes Mittel recht ist, um sie halt, ja, wieder schon Stand aus der Realität zu holen, ne? Weil, wenn sie nicht da sind, kriegen sie nichts mit. Und von daher, aha. Guten Tag. Die Telefone funktionieren nicht. Ist aber jetzt auch weiter nicht so. Aha. Also ich denke, einige sind hier wahrscheinlich noch so fit, kann man das sagen,
auch wenn das nicht so scheint, dass die aber, wenn sie im Realitätszustand sind, uns helfen, bevor sie wahrscheinlich wieder irgendwelche Kacke bauen. Wenn du Türen schließt, kannst du deine... Bitte was? Will ich das? Just shut up! Let me think for a minute! Quiet! Quiet! Hi! Ja, kein Problem. Kein Problem. Ach du Scheiße. Ich bin da mal weg.de. Nein, es ist keine Schleichwerbung. Kommt der hinterher oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Puh, nochmal Glück gehabt. Wir müssen also echt diese komische Tür. Wie sollen wir das denn schaffen? Ich schleiche jetzt einfach mal. Ja, kein Problem. Okay, er ist auf jeden Fall draußen. Puh. Okay. Die Frage ist jetzt... Können wir in diesen einen Raum rein? Alter. Ciao. Nein. Au. Au. Boah. Jetzt habe ich mich sogar vor diesem komischen Zeug hier erschrocken. Alter, das ging jetzt aber flott, ne? Er hat gespeichert und ich würde sagen, ich beende hier erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao.